Hallo, mein Name ist Murat Kirhan. Wir sind heute am Seefisch-Kochstudio. Ich werde Ihnen heute ein Fischgericht kochen. Das ist Fisch in der Salzkruste. Hier habe ich jetzt meine Dorade. Der kommt aus Griechenland und aus der Türkei, sozusagen aus dem Mittelmeer. Woran erkennt man einen frischen Fisch? Man sollte auf die Augen achten, dass die Augen glasig sind, dass sie schuppenfest sind. Vor allem für mich persönlich, was super wichtig ist, wenn man mit dem Finger am Filet andrückt, dass er automatisch wieder hochkommt. Das ist die Merkmale, meiner Meinung nach, woran man einen frischen Fisch am besten kennt, meine Damen und Herren. Und das nächste ist, dass man einen frischen Fisch, der muss nach Algen und nach Meer riechen. Ich habe hier so ca. 800 Gramm ganz normaler Speisesalz. Für meine Fischfüllung nehme ich ein bisschen Thymian und Knoblauch. Den Knoblauch können Sie sich gerne so ein bisschen klein kennen. Und dann können Sie das einfach da reinlegen und das war's, meine Damen und Herren. Das sind die Zutaten. Dafür für die Salzkruste nehme ich noch ein Eiweiß. Eiweiß nehme ich eigentlich nur, damit es bindet. Da reicht auch einer vollkommen aus, meine Damen. So, jetzt habe ich hier noch ca. 150 ml Wasser. Das war's für unsere Salzkruste. Was die Fischfüllung angeht, das kann sich jeder selber aussuchen. Man kann alternativ, was ich mega gut finde, ist ja ein Fännchen, weil ihr ein Fännchen sehr einen Eingeschmack hat und sehr gut riecht. Reicht auch, wenn Sie ein Fännchen ein bisschen klein schneiden und mit in die Füllung nehmen, dann schmecken Sie auch an Ihrem Fischfilet ganz leicht diesen Fänchelaroma. Sie können in die Salzkruste noch ein bisschen Kräuter klein hacken oder Sie nehmen noch ein bisschen Lebkuchengewürz, weil kurz vor Weihnachten passt das ja auch optimal, wenn Sie ein, zwei Esslöffel Lebkuchengewürz mit hineinnehmen und dann Ihr Fisch mit einem Einigstern füllen. Jetzt haben wir unser Backofen vorgeheizt bei 220 Grad, Ober- und Unterhitze. Ich knete das mir jetzt mal ein bisschen zurecht. So. Dann können wir, nehmen wir meine Auflaufform sozusagen, Frau Kotte. Dann machen wir ein Fischbett. Können wir besser sehen. So. Da brauche ich mir so ein kleines Fischbett für meinen Fisch. Dann lege ich meinen Fisch da rauf und decke es eigentlich nur noch zu. Ändert sich da wirklich an Geschmack gar nichts, weil ich da so viel Salz zu mache. Weil im Endeffekt ist das ja eine kleine Kette. Das heißt, unser Salz nimmt Hitze an und gibt am Fisch weiter. Mehr macht er nicht. So. Und das war's. Das heißt, es ist ein Gericht, wenn man sich ein bisschen vorbereitet hat, dauert es höchstens die Vorbereitung 5 Minuten, meine Damen und Herren. Und dann schiebe ich das einfach nur noch bei 220 Grad halbe Stunde rein. So. So. Da ist unsere Dorade. Wird schon fertig. Der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, ein Eiweiß reicht vollkommen aus. Sehen Sie es? Das ist mega hart. So, die Seiten mit Messer, besser ist natürlich ein Sägemesser nehmen, einmal kurz aufschneiden. So. Und dann nehmen wir uns zwei Esslöffel und nehmen die Kruste eigentlich nur noch ab. So, mehr ist es überhaupt nicht. Das heißt, es ist wirklich eine super einfache Geschichte. Hier hinten hat der Fisch seinen Late Night Nerv. Das schneiden wir eigentlich nur so lang. Da sehen Sie auch wirklich, dass es immer noch mega, mega saftig ist. Dann ziehen wir einfach unsere Haut ab und dann kann man schon anfangen zu zerzehren. So. Gucken Sie mal. Das ist wirklich mega saftig immer noch. Und Sie brauchen hierfür keine weiteren Gewürze. Der reicht so aus, wie es gerade ist. Dann können Sie das Filet nehmen, die Creme vom Schwanz und Kopf und dann können Sie das andere Filet auch verzehren. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und das sollen Sie auf jeden Fall zu Hause nachmachen. Auf Wiedersehen.